Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal um die Zukunft von One Piece gehen, das heißt abseits von dem ganzen Shit, was mit Kaido abgeht, was einfach ultra krass ist, dazu kommen natürlich auch Videos, aber heute soll es mal darum gehen, was passiert, wenn Ruffy das One Piece gefunden hat. Das ist eine richtig interessante Frage und ich habe mehrere Fragen noch aufgeschrieben, deshalb bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr meine Meinung dazu wissen wollt, was passiert, nachdem Ruffy das One Piece gefunden hat. Und ich denke, ich habe da einige coole Ideen für euch, deshalb bleibt dran und viel Spaß. Die erste Frage, die ich hier habe, ist: In welchem Alter findet Ruffy das One Piece? Das ist wirklich eine interessante Frage, weil Ruffy sein Abenteuer mit 17 Jahren gestartet hat und aktuell ist er 19 Jahre alt. Wird er mit seinen jetzigen 19 Jahren das One Piece finden? Und wenn nicht, was passiert denn dazwischen? Also meiner Meinung nach wird er jetzt mit 19 Jahren Piratenkönig. Das heißt, jetzt wird nicht noch ein großer Timeskip oder sonst etwas kommen. Natürlich könnte es ja sein, dass Oda immer noch irgendetwas geplant hat, um die Story noch so weit rauszuholen, dass Monkey D. Ruffy halt später Piratenkönig wird. Aber ich denke, diese 2 Jahre an Reise genügen. Auch wenn wir noch so viele Kapitel vor uns haben, denke ich, dass Ruffy 19 Jahre alt bleibt und dann so Piratenkönig wird. Aber ich kann ja natürlich nicht die Zukunft vorhersagen, was passieren wird. Deshalb denke ich, dass es so in der Art passieren wird, weil nochmal ein Timeskip, nochmal alle Charaktere neu zeichnen, fände ich halt relativ komisch. Und dann erst Ruffy Piratenkönig zu machen, fände ich halt echt wirklich komisch. Ich könnte mir höchstens einen Timeskip von bis zu 5 Jahren vorstellen. Ab dann ändert sich Ruffys Aussehen halt komplett. Und ich denke, dass dieser Ruffy, der jetzige Ruffy, der diese Reise angefangen hat, dass er Piratenkönig werden muss und deshalb denke ich, dass er höchstens 24 wird. Alles andere fände ich relativ komisch. Und kommen wir jetzt direkt zur nächsten Frage und zwar: Werden bis dahin alle Strohmitglieder leben? Es gibt ja immer wieder die Theorien, dass Lysop vielleicht sterben wird, dass Jinbei, dessen Traum es ist, Ruffy zu beschützen, wobei man noch nicht genau weiß, was sein Traum ist, aber auf jeden Fall ist es halt sein Hauptziel, Ruffy zu beschützen und deshalb gehen viele davon aus, dass Jinbei oder auch Lysop wegen seinen Lügen, die wahr werden, dass sie in Zukunft sterben werden. Und erstmal das mit den Lügen, das stimmt auf jeden Fall, die werden wahr, aber ob es halt wirklich passiert, dass Lysop dann auch stirbt, weil er ein großer Pirat der See sein möchte, weiß ich nicht, ob Oda sich das trauen würde. Und wenn er sich das traut, dann fände ich es einfach nur krass und das würde wirklich Oda meinen ganzen Respekt zeigen, wenn er ihn nicht schon ganz hat. Auf jeden Fall wäre das halt wirklich von der Story her wirklich, wirklich krass. Aber ich würde sowas eher ganz am Ende irgendwie haben wollen. Und meiner Meinung nach ist ganz am Ende halt kurz bevor Ruffy das One Piece findet. Wenn Ruffy das One Piece findet, dann hat er meiner Meinung nach schon noch alles erreicht. Und danach Lysops Tod einzuleiten wäre komisch oder Jinbei. Ich finde es eher cool, wenn Lysop und Jinbei sich opfern, damit Ruffy das One Piece bekommt. So etwas in der Art fände ich extrem cool, aber dann müsste man das halt auch von einem Story-Aspekt her anschauen, wenn alle Strohpiraten irgendwie gezeigt werden, wie sie älter werden, wie sie vielleicht irgendwie Kinder haben oder sonst was und danach Lysop da ist, der keine Nachfahren hat, genauso wie Jinbei, wäre das halt wirklich ziemlich traurig. Aber rein vom Story-Aspekt her finde ich es immer cool, wenn wichtige Charaktere sterben, auch wenn es jetzt asozial klingt, aber es ist nun mal so. Eine interessante Story wird halt immer so aufgebaut und meiner Meinung nach gehört das einfach dazu. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt hoffe, dass die beiden sterben, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und jetzt zu einer Frage, wo viele von euch wahrscheinlich sagen werden, hä, das kann ja gar nicht sein, aber meiner Meinung nach ist es Fakt. Und zwar wird sich die Strohbande höchstens mit 2 Gründen auflösen. Einmal, wenn Ruffy stirbt, also wenn sein Traum stirbt, wenn er stirbt, dann war es das. Das wird zwar nie passieren, weil es von der Story her keinen Sinn ergibt, weil Ruffy zu 100% Piratenkönig wird, aber das ist eine Möglichkeit, die auch Oda so nennen würde. Und eine andere Möglichkeit ist, wenn Ruffy das One Piece findet, wenn er seinen Traum erfüllt und alle anderen Leute auch, dann würde sich die Crew auch auflösen und deshalb denke ich, dass diese beiden Dinge halt ganz am Ende höchstens passieren werden. Ruffy wird nicht sterben, ist ja natürlich klar, aber wer weiß, nachdem er vielleicht seinen Traum erfüllt hat, dann wird sich auf jeden Fall die Crew auflösen und jeder wird dann halt seinen eigenen Weg gehen. Ich bin mir aber absolut nicht sicher, ob das halt noch in One Piece, in diesem Manga passieren wird. Das heißt, das endet nicht damit, dass Ruffy im letzten Kapitel das One Piece findet und alles passiert, keine Ahnung, was das One Piece ist, aber stellt euch mal vor, das hat irgendwie eine Reaktion auf die Welt und auf Ruffy selbst. Dann hätten wir ein paar Kapitel, wie das passiert und dann endet es abrupt. Das denke ich auf jeden Fall nicht. Ich denke, dass Oda jeden einzelnen Charakter nochmal seine Zeit geben wird, nochmal alles zeigen wird, was dieser Charakter in Zukunft macht, ob er seinen Traum erfüllt hat. Deshalb werden wir mindestens nochmal 9 oder 10 Backstories sehen von allen Strohmitgliedern.
dann zusammengefasst mit der Zukunft, was sie in Zukunft erreicht haben und dann nochmal alles so zusammengefasst. Also da haben wir auf jeden Fall noch einen harten Brocken vor uns und ja, meiner Meinung nach ist das wirklich die einzige Möglichkeit, wie sich die Strohbande auflöst, und zwar wenn Ruffy das One Piece gefunden hat, Franky sein heftigstes Schiff aller Zeiten gebaut hat, wenn Robin das Geheimnis der Poneglyphen gelöst hat und, ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, und ja, das ist meiner Meinung nach der einzige Grund, warum sich die Strohbande auflösen wird. So, und jetzt zu einer Frage, und zwar, wie viele Mitglieder gibt es bis dahin? Also, am Anfang der Story hat Ruffy gesagt, dass er 10 Mitglieder haben möchte. Bisher weiß man nicht, ob er 10 mit sich eingeschlossen meint oder 10 weitere Mitglieder außer sich. Damit wären wir bei Jinbei schon bei 10 Mitgliedern und damit wäre es dann eigentlich auch schon, also wenn Ruffy sich selbst mitgezählt hat. Das ergibt meiner Meinung nach aber relativ wenig Sinn. Warum sollte er sich selbst mitzählen? Zumindest meiner Meinung nach, ihr könnt das auf jeden Fall anders sehen. Dann hätten wir auf jeden Fall Zoro, Nami, Lysop, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook und Jinbei. Wenn Jinbei dann beitritt, wären wir dann bei 9 Mitgliedern. Das heißt, eine Person außerhalb von Jinbei würde auf jeden Fall noch der Crew beitreten, wenn es denn so ist, dass Ruffy wirklich 10 Mitglieder will oder vielleicht sogar mehr. Meiner Meinung nach ergibt es halt Sinn, dass Jinbei noch kommt und noch eine weitere Person. Viele Theorien haben immer irgendwie gezeigt, dass vielleicht Caesar kommt oder sonst irgendwer. Meiner Meinung nach ergibt aber immer noch die Theorie mit Bartholomäus Bär am meisten Sinn. Warum? Naja, ich habe dazu eine richtig interessante Theorie hochgeladen, die will ich jetzt nicht nochmal erklären, aber auf jeden Fall sagen alle Theorien, dass Bartholomäus Bär beitreten soll. Und meiner Meinung nach passt das halt irgendwie wirklich allein wegen dieser Theorie. Sonst hat er wirklich nur eine Sache für die Strohbande getan, und zwar halt diesen Timeskip eingeleitet, ihr Leben gerettet, und er ist halt Mitglied der Remus gewesen, aber wir haben jetzt auf Mary Joa ihn gesehen, was mit ihm passiert ist, also es sieht wirklich aktuell nicht danach aus, dass er beitreten kann, wenn ihr den Reverie-Arc im Manga gelesen habt. Deshalb bin ich mal gespannt, ob er es wirklich im Endeffekt sein wird, weil in der SBS hat jemand sogar diese Theorie halt geschrieben, also oder halt als Frage, und er hat gesagt, okay, wie hast du das herausgefunden? Nächste Frage. Also er ist der Frage einfach ausgewichen, aber hat es trotzdem in der SBS halt gelassen als Hinweis für die Fans. Und keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber ja, ich hoffe, es wird Kuma. Wenn nicht, Bonnie, würde ich mich auch darüber freuen, oder irgendein ganz anderer Charakter. Carrot fände ich etwas langweilig, aber sonst fände ich es cool, wenn noch eine Person außerhalb von Jinbei der Strohbande beitreten würde. So, jetzt die nächste Frage, und zwar, gibt es die Marine zu dem Zeitpunkt noch? Das heißt, wenn Ruffy das One Piece gefunden hat, gibt es die Weltregierung noch? Hat er die Weltregierung bereits zerstört? Oder kann er erst mit dem One Piece das Ganze einleiten? Also die Zerstörung der Weltregierung oder von diesem System, die Zerstörung der fünf Weisen und alles andere drumherum, also alles, was die Weltregierung angeht. Meiner Meinung nach wird es so sein, dass ein Teil der Marine auf jeden Fall zerstört sein wird, aber das Hauptkonstrukt der Marine wird noch da sein. Und ich denke, dass mit dem One Piece gemeinsam, dass das dann endgültig halt entfernt wird, in Anführungszeichen. Wie könnt ihr euch selbst irgendwie denken? Ich könnte mir auf jeden Fall sowas vorstellen, wie dass das One Piece halt diese 100-jährige Zeit aufdeckt, wo man halt nicht weiß, was passiert ist, dass wenn das enthüllt wird, dass es dann komplett alles umdrehen wird, dass alle Menschen halt dann Bescheid wissen, was diese fünf Weisen sind, was dort oben auf der Red Line passiert, was überhaupt die Himmelsdrachenmenschen mit den anderen niederen Menschen in Anführungszeichen anstellen. Das wird alles rauskommen, und ich denke, das wird halt nach dem Finden des One Piece passieren, weil ich denke, dass das One Piece nicht nur ein Gegenstand ist, sondern auch irgendeine Kettenreaktion oder irgendein Plan oder irgendeine antike Waffe ist oder all das kombiniert, und deshalb denke ich, dass auf jeden Fall so etwas in der Art passieren wird. Deshalb denke ich, dass bis zu dem Zeitpunkt die Weltregierung noch da sein wird, und nach dem Finden des One Piece wird Ruffy vielleicht sogar sich dem letzten Kampf stellen. Also Blackbeard wird besiegt, er findet das One Piece und dann wird Im Summer besiegt oder die fünf Weisen oder sonst was. So etwas in der Art fände ich auf jeden Fall cool, dass Ruffy gemeinsam mit dem One Piece, was auch immer es sein mag, vielleicht eine Teufelsfrucht, vielleicht irgendwas, was Ruffy Stärke gibt, Willensstärke gibt oder vielleicht sogar all die Gedanken von Roger gibt. Also alles, was er jemals erlebt hat, hat er dort irgendwie manifestiert in irgendeiner Teufelsfrucht oder sonst irgendetwas in der Art, dass er auf jeden Fall dann genug Kraft hat, also nochmal sein letztes Power-Up, um die Weltregierung dann zu zerstören. Das heißt, er kann aus eigener Kraft Blackbeard halt besiegen, seine Crew besiegen, gemeinsam halt mit seiner Crew, also die Strohbande gegen die Blackbeard-Bande. Und wenn er es dann schafft, das zu meistern, findet er halt das One Piece.
und danach kann er halt wirklich Im-Sama und alle anderen besiegen, weil sie halt vielleicht wirklich zu stark sind, aber wir wissen ja nicht mal, ob es einen Kampf geben wird. Aber naja, so viel zu den ganzen Fragen. Ich habe auf jeden Fall noch einige andere aufgeschrieben. Die werde ich in einem anderen Video behandeln. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und natürlich ein Herz in die Kommentare, dass ich euch ein Herz zurückgeben kann. Das wäre es jetzt von mir. Und bis zum nächsten Video, Freunde.